Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Mr. Stereo Trader Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen um 8:45 Uhr begrüßen. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich, was der Markt heute macht und vor allem, was der Dirk daraus macht. Und von daher springe ich jetzt mal direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle vorweg immer. Ja, das ganze Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Dirk gleich zur Börseneröffnung handeln sollte, erklären sollte oder auch analysiert. Ja, denn schlussendlich müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg immer von unserer Seite zu sagen. Und von daher wäre es das auch eigentlich schon. Ich will gar nicht lang rumschnacken, Ja, dann sondern können wir schon Schluss machen. ja. Du sagst, das wäre schon dann, ja. Nee, von meiner Seite. Du hast Achso. jetzt erst Action. Ja, sorry, ich wollte auch mal lustig sein. Bildschirm sollte da sein, ne? Eine Sekunde. Bildschirm, ja, richtiges Webinar, richtiger Broker, Dirk. Das sieht Das geht alles gut doch. aus. Ja, das ab und zu kriege ich es ja mal hin. Ne? So, jetzt hoffen wir, dass die Telekom heute noch mitspielt und dann passt das auch. So, da sage ich an der Stelle auch mal Moin, Hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite aus dem sonnigen Köln, wie man gesehen hat. Das Bild war nicht wirklich live, ja, das stimmt. Aber trotzdem, so draußen sieht es hier tatsächlich so aus, wie es gerade auf dem Bild ausgesehen hat. So, dann sage ich auch mal, habe ich ja gerade schon, ne? Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute ein bisschen später aufgestanden. Ich bin mal viel früher wach, aber heute muss ich mal hier kurz auch sortieren, kriege ich aber wohl hin. So, heute zum Live-Trading. Der Florian hat schon gesagt, egal was ich mache, es ist immer super wichtig, wirklich. Und das ist auch nicht nur eine Floskel, ja, weil die halt irgendwie jeder Broker oder halt in jedem Webinar, das irgendwo so eingeblendet wird, beziehungsweise gesagt wird, das ist halt in der Tat so, weil es bringt halt nichts, wenn man hier und da mal halt mit einem, egal ob ich das jetzt bin oder sonst wer, der halt live handelt, da mal mit in den Trade reinspringt, ja, und dann halt irgendwie so nach dem Motto, ah, der macht das schon, der kann das schon. Und dann nachher habe ich Geld verdient. Das mag zwar hier oder in den meisten Fällen funktionieren, aber es gibt eben auch die Fälle, wo es dann halt eben mal daneben geht. Und das ist wie mit jeder Strategie, entweder man handelt sie immer oder man handelt sie gar nicht, ne? Weil ansonsten ist man nämlich schlicht und ergreifend Opfer des Zufalls und dann an der Stelle. Und das ist ja auch so ein bisschen Murphy's Law, ne? So nach dem Motto, irgendwie man guckt 100 Mal zu, 100 Mal hat es funktioniert und dann denkt man sich, so, jetzt mach ich's einfach mal und genau dann geht's daneben. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das 5 Mal, 100 Mal oder 1000 Mal war. Das ist einfach so. Deswegen aber nichtsdestotrotz gerne, natürlich das, was ich sage, darf natürlich sehr gerne mit in die eigenen Überlegungen mit eingebaut werden, mit eingebracht werden und hilft ja vielleicht dem einen oder anderen dann auch zu Entscheidungszwecken. Beziehungsweise oder halt um Sicherheit für sich zu gewinnen in dem, was er oder sie dann halt selber eigentlich analysiert hat und selber gerne handeln möchte. Ne? Deswegen, also es ist wirklich nicht nur eine Floskel. Also ich kann trotzdem guten Gewissens sagen, wer hier immer dabei ist und das als Beispiel immer gemacht hätte, der hätte auf jeden Fall ein fettes Plus. Das ist tatsächlich auch so. Wir machen das hier schon seit ein paar Jahren. Aber das heißt eben trotzdem nicht, dass es immer genau richtig ist und vor allen Dingen auch nicht genau dann, wenn ich es mache. Ne? Weil das haben wir auch hin und wieder schon mal, dass halt zum Beispiel irgendwie die ganze Betrachtung dann halt stimmt und der Markt sich aber einfach zwischen 9 und 10 Uhr nicht dahin bewegen will, wo er soll und dann halt eben um 11, 12 oder wann auch immer damit erst anfängt und dass dann halt ein Trade auch nicht zugeht. Ich versuche natürlich halt schon auch nicht immer, aber meistens im Webinar die ganze Geschichte nicht nur zu eröffnen, sondern auch zu schließen, wenn sich denn was ergibt. Und es gibt aber auch Situationen, wo ich dann nochmal sage, so, den mache ich hier gar nicht zu, das ist gar nicht der Plan, sondern irgendwie der wird dann halt im Laufe des Tages, soll die Nummer dann halt aufgehen. Das gibt es dann halt auch schon mal. So, ich sehe an der Zahl der Teilnehmer sind wohl einige schon in Urlaub. Kann ich verstehen, wäre ich auch gerne, statt hier einfach nur immer hinterm Tisch rumzusitzen. Gönne es auch all jenen, die Besseres zu tun haben, aber trotzdem, so wenig sind es ja dann auch wieder nicht. Und ich freue mich natürlich, dass ihr alle da seid. Worüber ich mich auch freue, ist über Feedback. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr gerne hier was in die Kommentare reinschreiben. Und wenn es auch nur ein Winke-Winke ist oder ein Prost mit dem Kaffee, was auch immer,
freue mich hier, wenn ich halt einfach nicht nur den Monolog hier die ganze Zeit habe, sondern eben auch ein bisschen Input von euch. So, in dem Sinne trinke ich erstmal einen Schluck Kaffee. Gut, so, also ich habe hier den Markt schon auf, beziehungsweise halt den Daily, sowohl für den DAX als auch für den DAO, wie immer. Und analog zu dem, was ich auch im Blog geschrieben habe, beziehungsweise das ist ja immer die Grundlage für meinen Blog. Zum DAX habe ich gesagt, fangen wir dem vielleicht mal ganz kurz an. Also Daily ist halt die Ausgangsbasis, das habe ich irgendwann mal so angefangen und bin dabei eigentlich auch geblieben, weil es halt so die höchste, ja, höchste Wahrscheinlichkeit dann am Endeffekt dann auch ist. Und das ist halt wirklich so, weil ich sehe das gerade in letzter Zeit, dass ich halt in den meisten Fällen wirklich dann halt auch recht gut vorhersehen, also in Anführungszeichen, das klingt immer so ein bisschen merkwürdig, aber halt einschätzen kann, nimm es lieber mal so, wie der Markt denn höchstwahrscheinlich plausibel den Tag beendet. So, das heißt natürlich auch, das sind natürlich dann irgendwie 14 Stunden in der Hauptzeit in jeder Kerze dazwischen, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz hilft es halt, sich so ein bisschen zu orientieren. Was man hier im DAX sieht, das habe ich ja auch ein paar Mal im Blog thematisiert, das ist die 13.329, ne, die ist jetzt ein bisschen höher, da werden wir heute wohl auch eher nicht hinkommen, aber die hat halt ein paar Mal recht deutlich, hier sieht man es hier oben, halt den Markt abgewehrt. Ne? Sobald er einmal hier im Daily drunter geschlossen hat, dann war da halt Schicht. Also hier das nennen wir mal versehen. Aber hier, wo es dann deutlich drunter war, war dann hier einfach Schicht und hier ging es dann auch nicht mehr weiter. Das habe ich auch ein paar Mal beschrieben, womit das oder woher das halt kommt. Dieses Betrachtungslevel, das ist tatsächlich schon irgendwie 6 Jahre alt. Kommt noch damals vom Brexit und das war damals eine Projektion daraus und die ist halt immer sehr, sehr, sehr stark mit Volumen gehandelt worden und deswegen habe ich da auch gesagt, wenn der erstmal drunter ist, kommt er auch nicht mehr drüber und die nächste Station ist tatsächlich eigentlich die 12.410. So, da sind wir noch nicht, aber auch so wahnsinnig weit, wenn man die hier mal einzeichnet, ich mache die hier jetzt gerade mal irgendwie violett, hat jetzt keine besondere Bedeutung, die Farbe, da sieht man aber auch, es ist nicht wirklich weit, ne? Also das heißt, da mal irgendwie kurz drunter stechen, ist eigentlich kein Riesending. Ne? Und das war halt die Strecke, wo ich gesagt habe, wenn wir da erstmal drunter sind, ist die nächste eigentlich unweigerlich, in Anführungszeichen zumindest, wäre das halt die Regel, dass wir halt zunächst mal dahin laufen. Das wäre dann auch sogar unter diesem Low von diesem Jahr, also kleines neues Jahrestief. Und ab da muss man halt einfach auch mal sehen, was passiert. Aber einfach dazwischen, und dabei bleibe ich auch zunächst, über der 13.329 kommt nichts mehr, vorher kommt die 12.410. So, jetzt ist der Weg so ein bisschen beschwerlich, das sieht man auch. Und der tut sich nicht so wirklich leicht damit, aber trotzdem ist es erreichbar, ohne dass jetzt dann noch irgendwie Schlimmeres da halt passiert. Das heißt, wir reden ja nicht hier über einen Crash oder irgend sowas, sondern es ist ja erstmal alles nur eine einfache kleine Korrektur und mehr ist dahin noch nicht passiert. Was ich jetzt halt eben sehe, ist auch, dass wir hier im Daily, das ist, war jetzt letzte Woche, das müsste Dienstag, Montag, der Donnerstag gewesen sein, ne? Haben wir relativ deutlich hier nach unten gedrückt, irgendwo hier oben dann wieder eingependelt, nächsten Tag wieder versucht drüber zu kommen, dann halt gestern drückt es halt wieder runter und wir stehen halt hier immer noch in gestern, waren jetzt da mal kurz in der Nähe von der Eröffnung von gestern und es drückt halt wieder runter. So, das heißt, meine Tendenz wäre eigentlich dann auch schon, dass wir halt zumindest mal unter die Eröffnung kommen, weil was wir halt hier halt auch sehen im DAX, ist, dass wir halt ohne irgendwas da unten gestartet sind, also ohne irgendeine Lunte, das heißt ohne Korrektur. Und das heißt, da könnten wir zumindest mal drunter vorbeischauen, relativ einfach. Und ob er dann halt nochmal hochläuft oder nicht, muss man auch mal sehen. Aber das wäre jetzt halt auch zumindest mal für meine Begriffe relativ naheliegend, dass wir das mal machen. Ob das jetzt um 9 Uhr so ist, keine Ahnung, das müssen wir halt gleich dann mal irgendwie im kleinen Timeframe gucken, aber so weit hier über gestern drüber nicht unbedingt, auch wenn halt jetzt irgendwie das Volumen gestern relativ dünn war, ja, wegen dem 4. Juli einfach und die Amis da halt nicht mitgespielt haben, aber so wahnsinnig weit drüber eher nicht, würde ich erstmal tippen, also bis hier oben denke ich maximal in die Long-Richtung und dann aber eher eigentlich so in der Bewegung vom Donnerstag, dass wir da halt irgendwann nochmal anknüpfen, vielleicht erst heute Nachmittag. Das muss man halt mal sehen. Vielleicht pendeln wir auch einfach nur hin und her. Aber was eben auffällig ist, das ist, dass wir erstmal in gestern quasi rumstehen. So, das ist halt mal der Daily. Also jetzt auch erstmal nur für heute betrachtet und gar nicht weiter.
Und also hier schreibt auch gerade jemand, könntest du was zu der goldenen Linie sagen? Ja, also hier diese 13,329, das ist einfach nur Volumen. Ja, das heißt also dort, ne, auch wenn die jetzt schon vorher da war, aber wenn irgendwo halt so eine Linie auftaucht, und da kann man davon ausgehen, dass dort einfach das Volumen zunimmt. Ja, und dass man halt dort an der Stelle auf den Tick genau wirklich dann auch irgendwann größere Bewegungen sieht. In der Regel richten die sich auch nach einem Trigger. Das heißt, drunter geschlossen bedeutet im Rücklauf Short. Und aber man sieht ja auch hier, ne, es ist ja trotzdem hier mal 100 Punkte drüber gelaufen. Aber wenn man das jetzt klein macht, also wirklich auf den M1 runtergeht, und dann wird man sehen, dass bei der 329 gibt es eine lange, ganz sicher eine lange Kerze, und die dann ordentlich gedrückt hat. Ja. Und das heißt einfach nur Volumen, was sich dort dann halt ansammelt. Also quasi sozusagen ist es der vorherbestimmte Point of Control. Und das hat schon super, wirklich super oft gepasst. Und weil ja auch so die Annahme dahinter ja auch die großen Händler ja auch letzten Endes als relevantesten Entscheidungsfaktor den Preis haben, ne? Also den Kurs. Und die ja auch irgendwo ihre Strategien haben, die sie irgendwo ansetzen müssen, beziehungsweise auch wenn es, man nennt es noch nicht mal Strategie, aber ihre Punkte, an denen sie ansetzen müssen. Und das lässt sich halt teilweise auch vorherbestimmen, wo dann halt eben so ein Point of Control dann höchstwahrscheinlich sein wird. So, im DAU, auch ganz kurz, ich versuche hier vor der Eröffnung halt hier mit der groben Übersicht durch zu sein. Da hatte ich ja auch geschrieben, ne, irgendwie gestern schon, ja, wenn er direkt komplett runtergeht, dann sind die Lows hier unten in Tief, die Lows in Tief, ja, dann sind die Lows ein Thema. Wenn er aber halt eher nach oben ziehen will, und dann ist es wohl eher das Gap, ne? Also hier oben die 31, 262 bis rauf 446, das wäre halt dann wohl eher so das nächste Level, was überhaupt relevant wird. Und vorher würde ich auch gar nicht großartig Short suchen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass man Intraday nicht trotzdem irgendwie mal 20, 30 oder gestern war es halt auch, glaube ich, mal irgendwie 60, 70 Punkte Short gehen konnte. Heißt es natürlich nicht, aber halt für jetzt irgendwie eine größere Bewegung rückwärts, da würde ich halt, wenn dann halt hier drin irgendwo ansetzen und da halt gucken, ob man da was findet. Und genau wie im DAX halt auch, haben wir hier eine Tageskerze, die halt um Mitternacht angefangen hat. Das heißt also hier auch ohne, sieht man hier auch ganz deutlich, ebenfalls ohne Lunte, einfach direkt Bäm, obwohl es ein kleines Downgap war, aber hier Gap geschlossen und direkt draufgeballert. Und jetzt aber halt relativ zielstrebig hier oben in Richtung von dem Gap. Eigentlich müssten wir das auch erreichen. Also relativ einfach. Und dann da oben muss man halt mal gucken. Das heißt, wo er dann halt drehen könnte, maximal an der Oberseite. Darüber würde mich sehr wundern. Und auch hier fehlt mir so ein bisschen die Korrektur nach unten. Das heißt, zumindest nochmal irgendwie unter die 31.000. So, das wäre eine relativ lange Tagesbewegung, macht aber Sinn. Vor allen Dingen nach dem Feiertag ist der Markt ja schon durchaus mal ein bisschen anstrengender oder nicht anstrengender, aber vielleicht ein bisschen volatiler. Und von daher würde das schon Sinn machen, wenn wir einmal jetzt vielleicht morgens da oben reinlaufen, am Nachmittag dann trotzdem da unten irgendwo pendeln. Ja, also das wäre so mein Wunschszenario, nennen wir es mal so. Und wenn sich das nicht ergibt, dann muss ich halt mich nochmal neu sortieren heute Abend, wenn ich den Blog schreibe, beziehungsweise heute Nacht. Aber das ist jetzt für mich erstmal so das Naheliegendste. Vor allen Dingen halt hier das Erreichen vom Gap und dann halt sehen, wo der Markt da oben drüber reagiert. So, dann werde ich jetzt vor allen Dingen halt mal rübergehen auf den anderen Schirm. So, muss ich mal hier ganz kurz umschalten. Und dann noch mal sehen, ob wir hier was finden, wo wir den Markt dann halt greifen können. Ich gehe jetzt mal zuerst mal kurz rüber auf den DAX. Der sieht so ein bisschen überschaubar aus. Also hier auch in der kleineren Betrachtung hat er jetzt gerade schon leider auf der 832 aufgesetzt. Die hatte ich vorhin schon auf dem Schirm. Das heißt, er könnte von hier relativ einfach auch jetzt nochmal nach oben drücken. Auch wenn wir jetzt halt hier, ne, also das. Also hier auf Anhieb werde ich jetzt wohl in den ersten 2, 3 Minuten wohl nichts finden, so wie ich das sehe. So, das heißt, das hier kommt ja auch aus dem Live-Chart, aus der Legende. Also normalerweise läuft es halt so, Schlusskurs drunter heißt runter. Ja? Also das heißt, wir haben hier unter der 862,
sind wir gestartet, müsste also erstmal runterdrücken und zwar unter die 8.32, vielleicht sogar schon auf die 12.785. Das wäre also schon durchaus möglich, dass er das jetzt macht. Und beziehungsweise es wäre eigentlich das Naheliegendste. Auf der anderen Seite haben wir hier jetzt irgendwie ganz viel Bewegung an der 8.62, warum auch immer, so dass es auch genauso gut sein kann, dass wir jetzt einfach nochmal drüber schließen, irgendwie eine kleine Kerze drüber und dann doch erstmal auf der Oberseite nochmal versuchen. Also das finde ich hier so ein bisschen undurchsichtig, weil der Schlusskurs auch so knapp drunter ist, aber trotzdem würde es schon Sinn machen. Aber mir ist ja ein bisschen, weil ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, der Dow hat ja auch noch ein bisschen Platz nach oben. Das geht mir eigentlich so ein bisschen schnell. Das ist ein bisschen früh, wenn wir jetzt direkt halt schon nach unten laufen. Eigentlich hat das nämlich alles Zeit problemlos bis heute Nachmittag. Und deswegen bin ich auch hier so ein bisschen zurückhaltend, was jetzt irgendwie den roten Knopf angeht, weil mir das noch nicht so wirklich gefallen will vom Timing her, weil oben einfach, wie gesagt, schon noch so ein bisschen Luft ist. Dow gehe ich auch mal gerade hier auf die kleineren Timeframes, wie immer hier aufgeteilt nach oben links M5, M15, H1 und dann eben unten der Daily, den ich auch gerade gezeigt habe. Ne, das sind einfach hier nur die kopierten Levels aus dem Live-Chart. Und deswegen sieht das jetzt da auch genauso aus. Ne, also hier auch drückt er jetzt runter, der könnte jetzt erstmal hier der Dow, Moment, ne, hier an der Stunde, der könnte jetzt einfach mal kurz unter diese Lows hier auf die 115, vielleicht sogar bis runter auf den SMA 20. Aber da hätten wir dann da auch tatsächlich schon die Eröffnung. Und da ist ja eh schon eingezeichnet hier unten. Ne? Da ist halt die Eröffnung. Das ist natürlich so ein bisschen weit. Das wäre nämlich 980. Das wären halt ja irgendwie 200 Punkte runter. Das ist wahrscheinlich, so vermute ich mal, ein bisschen stramm. Weil warum auch? Weil wir haben hier erstmal, sieht man auch hier im Flux, ist es auch angezeigt, ein Longtrend. Erstmal im H1, kann man ein bisschen dicker machen. Im H1 ist ein Longtrend. Ja, also hier irgendwie die letzten Hochs überboten und da jetzt nochmal komplett runter und dann nochmal hoch. Das wäre so ein bisschen chaotisch. Deswegen halte ich auch hier die Eröffnung eigentlich für ein bisschen zu tief. Also möglich ist alles. Es wäre hier, wie man sieht, ne, hier unten ist ja der letzte Knick, der letzte Korrekturpunkt. Es wäre trotzdem sogar halt noch in Ordnung. Ja, also wenn wir, solange wir da halt nicht nochmal drunter fallen, sondern einfach hier mal kurz da reinstechen und dann wieder hochziehen. Aber weil wir hier über diesen Hochs drüber stehen. Und normalerweise macht der Markt es ja so, dass wenn dann halt ein Hoch erstmal genommen ist, also wie das hier, ich gebe dem Ding jetzt einfach mal hier irgendeine Farbe und irgendeine Linienstärke, nur damit man es versteht. Nur das ist halt hier genommen an der Stelle und das eben auch. Und dann normalerweise versucht der Markt sich ja drüber zu halten, sieht man dann auch hier. Das heißt irgendwie, der will ja dann nicht unbedingt nochmal unter so einen Peak dann halt runter. Und deswegen ist es mir eigentlich auch so ein bisschen weit nach unten und ich würde eher damit rechnen, dass wir auf der Oberseite das, die Gap-Geschichte erstmal fertig machen. Habe ich die hier drin? Wenn nein, warum nicht? Die hatte ich nämlich eigentlich vorhin aktualisiert, beziehungsweise habe ich wahrscheinlich vergessen. Das müsste aber auf jeden Fall die 262, Moment, ich gucke gleich nochmal. Sekunde, schalte mal eben rüber. Hier sieht man es ja, 262, genau. Ne? Weil die müsste sich hier auch aus dem H1, sollte die eigentlich da sein, ist er aber nicht, habe ich vergessen. Na gut, kann ich auch mal kurz auch noch hier einzeichnen. So, hier die 262. Und hier das Gap passenderweise dazu. Und dann sollte das eigentlich auch passen. Das hier ist die Short-Term-Betrachtung aus dem Live-Chart. Das heißt also die Levels, die halt 1:1 über das Add-on in den Chart projizierbar sind. So, er drückt jetzt hier ein bisschen runter im H1. Man sieht es, der Dow. Also man könnte schon überlegen, sich da jetzt mal kurz damit einzuklinken, einfach nur auf die 115 runter und da halt vielleicht versuchen, ein paar Punkte zu bekommen. Also den finde ich halt hier gerade so eigentlich ganz okay. So,
Ja, hier sieht man, das habe ich dann jetzt hier auch drin. So, das heißt aber eben auch runter aus der VA könnte man versuchen mit, ist keine Empfehlung, ne? Haben wir ja vorhin auch relativ deutlich gesagt. Er müsste vor allen Dingen halt echt schnell hier durch, wenn das Ganze halt funktionieren soll, ne? Also das heißt, sollte man auch dann relativ schnell absichern. Und ich mache das jetzt hier mal manuell, ne? Also direkt absichern und dann halt gucken, fällt durch oder fällt eben nicht durch. Und direkt hinterher. Und dann wird man ja sehen. Also hier unten ist natürlich jetzt erstmal relevant. Das heißt aber nicht, dass wir hier jetzt nicht schon direkt wieder zackern und dann halt nochmal rauflaufen. Dann sind es halt eben ein paar Punkte, ja, irgendwie 3, 4 Punkte hier zum Warmwerden. Was ja grundsätzlich auch okay ist. Aber es ist halt schon auf jeden Fall der nächste plausible Punkt. Also es ist hier sehr knapp, ja. Warum? Ich meine, eigentlich macht es natürlich wenig Sinn, zu schnell abzusichern, aber unten Short ist immer tricky. Ja, und da muss man einfach so ein bisschen auf Zack sein. Also bis hierhin will ich ja auch nur. Und aber da muss man schon so ein bisschen auf Zack sein. Und deswegen, weil das kann eben sein, dass natürlich auch einer sagt so, ey, da, boah, das, wir gehen bis kurz vor das Tief und dann schlagen wir nochmal zu. Das heißt, dann stehen wir auch viel zu schnell wieder oben. Und deswegen muss man hier, finde ich, sehr, sehr eng absichern. Das bringt nichts, ja. Auch irgendwie, wenn es danach irgendwie ganz knapp ausgestoppt wird, ist alles okay, ja. Aber Short am Low, schwierig. Ja. So, ich würde auch hier die Long Order wegmachen, würde stattdessen den Trail mir hier hinpacken irgendwo. Ja, hier unten dann den TA-Trail, dann halt rein mit einer Distanz von 5 Punkten. Und falls wir da jetzt hinkommen, und dann schießen wir, so hoffe ich doch, mit ein paar Punkten mehr da unten mit durch. Hier haben wir auch noch irgendwie den lustigen Ehemann. Ja, aber man sieht halt schon, ne, das ist natürlich jetzt die nächste Geschichte. Das heißt, einmal kurz unters Low drunter kann auch passieren, dass wir dann von dort nochmal hochziehen. Ne, weil es ja auch irgendwie oft passiert, dass halt unter den Lows irgendwelche Stops liegen, die werden aufgelöst und da kommt nichts mehr hinterher. Und was macht der Markt? Reagiert, ja. Und dann haben wir halt genau das, ne, was dann aussieht wie Stop-Phishing. Also war hier ja schon deutlich weiter, irgendwie gerade hier 20 Punkte verschenkt. War schon deutlich weiter, aber das ist halt eben auch normal. Aber ich finde halt einfach auf der Unterseite, wie gesagt, wenn man unten Short geht, besser irgendwie eng hinterher und hätte auch hier schon auflösen können, ne? Aber trotzdem, es ist völlig okay, ne? Weil ich mache ja nichts anderes, als mich hier mal kurz auf die ganz kurzfristige Tendenz mal einschießen und das sind 11 Punkte plus irgendwie in weniger als oder eine Minute, wie das jetzt halt war, immer noch besser als irgendwie 20 Punkte minus oder auch nur einer minus. Also finde ich trotzdem dann halt echt okay. Ja, aber das sind halt so Sachen, die habe ich tatsächlich in den letzten Tagen auch öfters gemacht, immer wieder mal drauf geguckt und dann irgendwie so, ja, okay, macht Sinn, da kannst du mal irgendwie kurz drauf springen, also auch in die Bewegung rein, aber man muss eben echt schnell absichern. Und dann passt das halt auch. So, das heißt, wenn man jetzt hier irgendwie weiter nach unten, also hier fehlt schon noch ein Stück, ne? Das heißt, der kommt hier schon noch runter. Die Frage ist halt noch nur wie immer, ne? Ab wo gibt es nochmal einen Anlauf? Gibt es überhaupt nochmal einen Anlauf? Rauschen wir direkt durch? Und wenn man natürlich sagt, jo, ach, setze ich halt irgendwie 500 Punkte Stop, kann man machen, kriegt man hier wahrscheinlich mit 99%iger Sicherheit dann nachher seine 30 Punkte Profit oder wie viel es auch immer dann halt hier sind, ne? Aber dann muss man halt im Zweifelsfall auch bis abends durchhalten, ne? Weil das glaube nicht, dass es hier unbeantwortet bleibt. Vor allem sieht man hier auch im M15, ich hoffe, das geht nicht zu schnell, aber der Markt war ja auch gerade irgendwie schnell und ich musste mich mal kurz drauf einschießen. Aber hier sieht man halt auch, ne, das wird gerade so ein bisschen angeknackst. Also der Trend, den wir hier vorliegen haben, ne? Also hier vorher Long, dann eine Korrektur. Seitwärts und hier, ja, dann hat hier nochmal zwar die Mitte nochmal rausgenommen, nochmal neues Hoch und jetzt stehen wir hier nochmal genau an diesem Punkt. Und das heißt, das könnte hier, das ist erstmal nur so ein bisschen Chaos, ja, seitwärts Chaos. Viel mehr ist das eigentlich noch nicht, aber es liegt schon so ein bisschen nahe, dass wir hier jetzt auch mal ein bisschen deutlicher drunter gehen und hier irgendwo reinstechen und dann halt vielleicht einfach auf diesem Hoch irgendwo aufsetzen und dort nochmal reagieren und dann vielleicht nochmal das Gebilde dann nach oben nochmal ausbauen. Ich weiß es nicht. Ja. Weiß keiner, außer der,
der vielleicht genug Kohle hat, um den Markt dahin zu schieben, wo er es halt haben will. Ne? Also deswegen, ich kann hier nichts anderes tun, als versuchen einzuschätzen, was kommt irgendwie gleich und dann dort dann halt nochmal irgendwo versuchen mitzugehen. So, hier könnte man jetzt tatsächlich nochmal irgendwie nochmal short auf der Unterseite. Ich wäre aber dann eher ein Freund davon, hier oben an der Value Area nochmal irgendwo anzusetzen. Und vielleicht kommen wir da auch nicht mehr hin, das kann natürlich sein. Aber trotzdem, das ist mir hier so ein bisschen zu tricky hier an dem Low. Weiß ich nicht, ne? Also deswegen, das wäre halt eigentlich nett von dem Markt, wenn er das jetzt macht. Das heißt, hier einmal zurückläuft an die Value Area, an das Value Area Low, dort nochmal reagiert und dann halt nochmal die Unterseite versucht. Ne? Also Value Area, ich weiß ja nicht, wie viele Anfänger hier dabei sind. Das ist einfach nur der Bereich, also hier die Glocke, das ist der Bereich, in dem heute das Volumen, 70% des Volumens gehandelt wurden. Ne? Begrenzt durch hier VAH, also Value Area High und Value Area Low. Und dann halt eben der Point of Control, dort wurde das meiste gedreht. Und dazwischen spielt sich das halt alles ab. So, und wenn der Markt hat versucht, irgendwo einen Trend zu gehen, muss er halt immer aus der Value Area raus, also quasi aus der Komfortzone, die muss er halt raus und muss sich dort dann halt eben behaupten. Und deswegen, wenn er also jetzt irgendwie einen Trend irgendwo halt etablieren will, muss er eben genau aus dieser Value Area halt eben raus. Und deswegen, was man oft sieht, ist halt ein Rücklauf an die Value Area und dann geht es halt weiter. Ne? Deswegen habe ich den hier oben hingepackt. Aber wie man sieht, ja, das wird wohl eher nichts. Und kann aber immer noch sein, dass er jetzt dort reagiert. Hier haben wir jetzt erstmal nur ein Pivot, es ist auch völlig okay. Ja? Das wäre jetzt einfach so der deutlichere Stich hier unter das Low. Aber was es natürlich braucht für einen Trend, das ist halt eben die anschließenden Teilnehmer, die halt eben dann auch, oder was heißt die anschließenden, ja, also letzten Endes, derjenige, der es macht, diejenige, die es machen, ja, es muss einfach nur genug hinterherkommen. Und es reicht ja eben nicht, wenn man wie hier mal eben kurz unter so einen Punkt drunter sticht, ja, sondern es muss einfach was hinterherkommen. Ansonsten ist es halt der Klassiker, auch genannt irgendwie Stopfishing. Ob da Absicht dahinter steht oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Aber das heißt, deswegen ist der Punkt jetzt auch erstmal relevant, deswegen zackert er jetzt auch hier mal rum. Und wenn der jetzt halt zügig darüber geht wieder, dann kann man auch sogar überlegen, ob man nicht erst nochmal long geht, weil dann kann es auch eben auch relativ schnell sein, dass wir nochmal hier oben stehen, ja, und weil klar, hier ist halt das letzte Low, da kam halt nichts mehr daher, jetzt wird versucht, den Markt da unten drunter zu etablieren und wenn das nicht gelingt, dann haben wir eben den, wie gesagt, das typische Verhalten, was man dann eben Stopfishing nennt, ja, und hier war jetzt auch passend ein Pivot, das ist völlig okay und auch hier, wo ich eben gesagt habe, ne, unten muss man eng absichern, weil man sieht ja, was passiert, wenn es halt eben, wenn man es nicht täte oder wenn man jetzt hier einfach short gegangen wäre und dann so, oh, das wird schon passen und dann zu lange überlegt und dann hat man eben auch ganz schnell mal halt irgendwie diverse Minuspunkte auf der Uhr. So, könnte man natürlich auch sagen, ja, dann geh doch hier long. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also was man ja auch nicht vergessen darf, ich habe hier nur den M2 und das heißt, es ist total kurzfristig, also hier meine Tendenz, die ich hier sehe und letzten Endes muss ich mir schon ein bisschen größer orientieren und dann erstmal auf der anderen Seite und dann auch gucken, wie das Ganze aussieht, jetzt zum Beispiel hier in einem M15, den ich ja vorhin auch gezeigt habe, ne? Weil dort sieht man nämlich jetzt einfach nur, so hier einmal drunter gestochen und das letzte Tief und ansonsten schließen wir jetzt hier oben irgendwo, so wie es aussieht, also nochmal drüber. Das heißt, der bringt mich an der Stelle erstmal auch nicht weiter. So, die Rhythmik, was ich halt eben auch immer wieder versuche, so eine gewisse zeitliche Rhythmik halt zu finden. Das heißt, hier wäre jetzt eigentlich auch, wenn der Markt nochmal runter will und mal angenommen, wir haben halt hier irgendwie einen Rhythmus, der in M15 läuft, dann kriegen wir jetzt hier einen Rücklauf irgendwo da oben in Richtung von der Eröffnung, vielleicht hier einfach an den SMA 20.
und von dort dann auch nochmal eins auf den Deckel auf die Unterseite. So, das heißt, ich würde jetzt hier mal gucken, ich hoffe, ich bin schnell genug hier, während ich alles auch irgendwie noch erkläre, auf die 174. Mal gucken, wo wir da hier sind. Das wäre dann auch hier zum Beispiel SMA20 oder halt auch in der Nähe vom Point of Control im M2. Wenn wir dort jetzt relativ, oder nicht relativ schnell, es muss schnell gehen, ja, eine deutliche Bewegung kriegen, dann kriegen wir dort höchstwahrscheinlich auch eine Reaktion und laufen von dort dann auch erstmal wieder hier an die Eröffnung von der M15. Ja. Aber er muss natürlich halt machen, nutzt mich nichts, wenn er hier, ne, wie jetzt hier einfach nur mal kurz an die Value Area, sag mal, ich habe heute einen Knoten in der Zunge, an die Value Area hier einmal kurz andippt. Und da kriege ich ihn nicht. Aber das ist mir auch zu tief, um den jetzt hier irgendwie zu shorten. Ich hätte schon gerne irgendwie so jetzt ein bisschen deutlicher, ne, auch wenn ich vorhin gesagt habe, das hier reicht eigentlich, also ein Rücklauf hier hin und dann nochmal runter, aber eben nicht unbedingt in der Rhythmik. Es kann trotzdem sein, dass er das jetzt macht, aber das ist jetzt nicht das, wie ich mich damit mit dem Trade halt wohlfühlen würde. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir einmal nochmal da oben reinlaufen und dort eine Reaktion kriegen und ich mich da anschließen kann. Und dann, auch wenn es nur, wie gesagt, bis zur Eröffnung ist, hier von den 15 Minuten, also eigentlich da, wo wir vorhin den Short auch schon aufgelöst haben, mehr muss es auch gar nicht sein. Ja, das ist für mich völlig in Ordnung. Und aber damit würde ich mich dann auch sicherer fühlen. So, was natürlich auch hier mit drin hängt, ist der M5. Mal gucken, ob man den auch irgendwie hier mit der 174 zusammenkriegen als Rücklauf. Das wäre halt hier, ich hoffe, man kann das alles erkennen. Das wäre halt hier das Low. Ja, hier, wo eben, kann ich auch mal ein bisschen dicker machen. Da eben drauf aufgesetzt, dieses Low. An der Stelle würde also auch passen. Hier hatten wir ja mehrere Punkte, die von oben getestet wurden. Und da wäre halt die klassische Wirkungsumkehr. Vorher war es Support, dann wird es jetzt Widerstand. Das war jetzt der kleine Timeframe. Kann aber trotzdem funktionieren. Was mir nicht, ja doch, also erstmal finde ich das in Ordnung. Also ich kann ja eh nicht garantieren, dass die Geschichte aufgeht. Aber wäre jetzt für mich tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen höher. Hier ist auch noch im Kleinen der SMA20 bei der 184. Das wäre hier oben, das wäre sogar der Point of Control. Dann halt wieder, ne? Oder zumindest mal fast. Also ich guck mal, es sieht auf jeden Fall relativ spannend aus. Und im Endeffekt braucht es ja dann in Anführungszeichen nur eine M15, die nochmal so aussieht wie die davor. Das heißt, das wäre die Vermessenheit anzunehmen, dass wir zwei Kerzen in eine Richtung kriegen. Also nicht irgendwie eine Wahnsinnsreise. Aber halt eben so ein bisschen Tendenz. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also das soll ja bitte gerne drüber, ne? Also einmal hier kurz so ein bisschen reinstechen. So ein bisschen Übertreibung, ne? Weil halt auch vielleicht hier schon wieder an der Stelle ein paar Stops liegen und vielleicht die auflösen und dann so ein bisschen die falsche Fährte nach oben kriegen. Und dann wäre das schon ganz okay. So, mal gucken, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Erstmal ist das okay. Also, ja gut, was natürlich jetzt so ein bisschen dagegen spricht, ist halt die 115 hier unten aus der Stunde betrachtet, aber die hat auf der anderen Seite halt eben auch noch ewig Zeit. Ne? So, aber trotzdem, so allzu lange, wenn wir den Entry jetzt hier kriegen, würde ich mir das aber auch nicht angucken. Das heißt, der muss schon relativ deutlich dann auch reagieren. Also relativ schnell dann eben wieder hier runter auf die Eröffnung, hier unten auf die Lows, also irgendwo in die Nähe hier von der orangenen Abteilung. Und dann ist das okay. Aber nicht irgendwie hier, wie jetzt zum Beispiel da so, ne, ewig lange dran rumdrücken, weil das drückt dann eben auch ganz schnell mal nach oben weiter. Und schießt einen dann da oben ab. Ne? Das muss es jetzt nicht unbedingt werden.
Also hier die Idee, vielleicht mal long zu gehen, gar nicht so schlecht. Aber das ist halt eben das ist halt in Anführungszeichen Gefahr, Chance wie oder wie auch immer, ja. Also das heißt, wenn es unten nicht weitergeht, ja, was soll denn der Markt sonst machen, wenn da unten nichts mehr herkommt, nichts mehr nachkommt? Und dann muss es halt einfach nochmal höher laufen. Und ob das jetzt dann dazu ist, hier oben nochmal Positionen reinzugeben, also wenn das jetzt irgendwie als Beispiel ein größerer Marktteilnehmer war, und der jetzt hier einfach sich nur nochmal positionieren will, oder ob das halt einfach hier unten fertig ist, ja, und dann halt hier nichts mehr kommt. Das werden wir dann rausfinden. Aber ich finde, es ist halt natürlich besser, das halt hier eher eine Etage höher rauszufinden als eine Etage tiefer, weil das ist dann im Zweifelsfalle ein paar Mal anstrengender, ne? So, aber es wäre jetzt natürlich, wenn wir es hier um einen Punkt, die 174 verpasst, ne? Okay. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Aber gut, ich hatte es ja eh nicht mehr bei der 174, sondern ich wollte ja da oben einmal kurz reinstechen, will aber nicht, ne? Aber gut, ich meine generell ist ja noch nicht gelaufen, aber generell sieht man zumindest halt auch, dass was ich halt vorhin meinte, die Wirkungsumkehr, dass die auch tatsächlich auch im kleinen Timeframe auch funktioniert. Ne? Das heißt also hier oben, da im M5, wo die Supports waren, gibt es jetzt Widerstand, aber er war trotzdem noch nicht dran. Ja? Da fehlt einfach ein Punkt. Gut, das ist die Frage, kriege ich den noch oder kriege ich den nicht? Aber generell was ich halt sagen wollte, ist, dass dieser Ansatz halt einfach echt immer wieder gut ist. Ja? Und wenn man sich das halt sucht, egal in welchem Timeframe, und dann hat man halt eine extrem hohe Quote, weil der Markt durch solche Geschichten einfach nicht durchläuft, mal eben so, ja, als wären sie vorher nicht da gewesen. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ist natürlich besser zu handeln im H1. Also wenn der Timeframe ein bisschen größer ist, weil man natürlich mehr Zeit hat zu überlegen. Ne? Also hier ist jetzt wirklich tatsächlich doof, weil es sieht so aus, als hätte ich das um einen Punkt da oben verpasst. Ja? Also auch wenn ich jetzt die Order da oben eben weggezogen habe von der 174. Ja, ich hätte 172 hätte ich gebraucht, also 2 Punkte tiefer. Ich hätte ja auch nicht unbedingt jetzt die hier abgewartet, sondern mal geguckt, wie er da oben drüber reagiert und mich dann im Zweifelsfall drunter nochmal short eingestoppt. Ja, aber generell war ja die Überlegung, dass wir hier nochmal in die Eröffnung kommen, beziehungsweise in Richtung hier von der orangefarbenen Linie und mehr erstmal gar nicht. Ne? Das war jetzt erstmal so die geplante Bewegung. Aber insgesamt, und da muss man aber jetzt gedanklich noch 6 Minuten drauf addieren, 6,5 Minuten, sollte es natürlich eine Kerze werden, die einfach also eine 15-Minuten-Kerze, die an der vorherigen anknüpft. Und das ist ja, glaube ich, nicht so wahnsinnig vermessen, irgendwie mal auf 2 Kerzen in der gleichen Farbe zu setzen. Also schon gar nicht im M15, wo ja immerhin 4 Stück davon in den H1 reinpassen. So, jetzt stehen wir hier genau wieder an dem Exit von vorhin, von dem kleinen Shorty, der hier mit 11 Punkten recht sauber und schnell rausgegangen ist. Und werden dann jetzt mal sehen müssen, was das hier wird. Ich überlege gerade, ja, ob es halt irgendwie klug ist, hier drunter nochmal irgendwie short zu gehen bis zum Vortageshoch. Das muss echt schnell gehen, dann kann das funktionieren. Aber es ist natürlich auch echt riskant, ne? So, 48 nach 10 Sekunden, bis zumindest der M5 mal fertig ist. Aber der hängt hier schon relativ deutlich jetzt unter dem Low von der vorigen M5. Das heißt, es kann schon funktionieren. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier irgendwie keine Zuschauer hätte, würde ich es wahrscheinlich machen. Aber weil da muss ich auch nicht gleichzeitig reden, sondern nur handeln und kann auch eben ganz schnell, ohne irgendjemand was erklären zu müssen, auch sagen, ja gut, komm, blöde Idee, lass es. War halt nichts. Machen wir nachher nochmal neu.
Deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer damit. Ich warte mal noch. Nee, komm. Ich lasse das mal. Also ich lasse die hier von oben, die lasse ich erstmal da liegen. Was mir halt nicht gefällt, ja, sorry, wenn ich hier gerade irgendwie so vor mich hin brubbele, was mir halt nicht gefällt, da oben fehlen 2 Punkte. Das ist nicht normal, in Anführungszeichen. Und das ist eben auch oft ein Indiz dafür, ja, dass das nachgeholt wird und dann reichen 2 Punkte nicht. Ja, das heißt, ich rechne hier eigentlich fast damit, dass wir halt am Stück da oben hin nochmal laufen, also nochmal 50 Punkte raufknallen, hier vielleicht sogar dieses High rausnehmen und dann halt mal gucken, was passiert, ja, weil eben diese 2 Punkte hier fehlen. So doof das klingt, ja, aber ich weiß nicht, es kann sein, dass es Algo gesteuert ist, Algo gestützt ist, aber das sieht man einfach zu oft. Und was jetzt noch hinzukommt, wenn er das macht, ja, also ich habe ja gerade gesagt, hier die M5, die sieht schon recht ordentlich aus. Wenn der jetzt aber halt hier das Ding noch rausnimmt und dann bis da oben hinläuft, ja, dann haben wir hier relativ deutlich auch eine Ansage. Sorry, nämlich die, dass da so nichts wird, ja. Und wer auch immer dann diese 5-Minuten-Kerze gebaut hat, der kriegt halt hier einen Tritt. Und das heißt, also wenn jetzt der M5, ja, hier oben schließt, an der 174, dann knallen wir wahrscheinlich da oben hin. Das würde ich irgendwie mal vermuten. Deswegen, also das sind so die Sachen, die gefallen mir jetzt hier nicht so wirklich. Und deswegen bin ich auch hier so am Rumdrucksen. Ja. Was wäre ein Anzeichen für Long? Ja, das ist, also hier, oder andersrum, ich gehe mal hier gerade die Fragen durch. Also welche Marke ist die 174? Das habe ich vorhin erklärt, also wo hier oben die herkommt. Das ist eine Wirkungsumkehr, ja, die sich hier aus dem M15 und aus dem M5 ergibt. Und wer mag, kann er sich irgendwie dann später auch die Aufzeichnung angucken und dann nochmal versuchen, das nachzuvollziehen. Und dann, was wäre ein Anzeichen für Long? Ein Anzeichen für Long ist einfach, wenn ich halt sehe, dass halt hier zum Beispiel genau sowas, ne? Wenn das jetzt gekauft wird, obwohl es nach unten drückt, ja, mit einem höheren Hoch da oben raus geht, um 9:30 Uhr, ja, und dann halt auch direkt da oben weitergedrückt wird, dann würde ich da, glaube ich, auch eher long draufspringen. Und weil dann sind wir relativ schnell dann auch noch mal am Tageshoch. Also das heißt, ja, wenn man das jetzt irgendwie hier als Beispiel werten möchte, als, also weil hier haben wir, das ist der M5, das sollte man nicht überbewerten. Trotzdem, eine kleine Tendenz findet man da halt schon hin und wieder. Das heißt, wir haben ja hier quasi ein bärisches Engulfing ja schon, ne? Also es ist kein höheres Hoch, aber tiefer geschlossen. Und wenn das Ding ausgehebelt wird, ja, und dann war hier nichts mit bärischem Engulfing, dann wäre das halt, wenn das jetzt die Strategie ist, ja, die man jetzt irgendwie gut findet, und dann wäre das einfach an der Stelle ein kleiner Fehlausbruch, ja, und der wird meistens beantwortet, nämlich man sagt ja auch, nach falsch kommt schnell, ja. Und da muss man dann eben auch wirklich auf Zack sein. Ich würde jetzt aber mal kurz, glaube ich mal rübergehen in den DAX nochmal. Mal gucken, ob wir da was sehen. Ja, nicht wirklich, ne? Da hängt so ein bisschen ganz schön bewegungsarm hier rum. Hat irgendwie auch nur da unten aufgedippt auf der 808 und ansonsten hier gerade mal irgendwie 30 Punkte, 40 Punkte draufgeschraubt. Das ist nicht, naja, für eine halbe Stunde nicht so wahnsinnig viel. So, also ich gucke jetzt mal eben hier, was um 30 kommt. Also noch haben wir hier den Druck nach unten. Das heißt, das hier scheint sich nicht zu bestätigen. Hat zwar noch 20 Sekunden. Wir stehen hier unter der Value Area, also unter dem VAL. Und das heißt, kriegen hier jetzt wahrscheinlich einen Rutscher in den nächsten paar Sekunden und drücken dann wahrscheinlich auch da unten durch direkt auf das Tageshoch von gestern, ja. Aber schon interessant, dass er jetzt hier auch dann genau aufsetzt um 9:30 Uhr. Also könnte man jetzt versuchen, ja, da nochmal anzusetzen, dann halt nochmal eine Runde nach unten zu drücken.
Aber ich wäre trotzdem eher ein Freund immer noch davon, irgendwie eine Limit zu kriegen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, eine Sekunde. Fragt der Jürgen, die Marken VHL, VH, Point of Control, woher bekomme ich die? Das ist halt, das ist Volumen, ja. Also es ist, was ich ja hier mache mit dem Stereo Trader, ist ja, ich habe ja das Volumen vom Future und projiziere mir das hier auf den CFD. Das heißt, das wird errechnet in Echtzeit. Und das ist jetzt auch keine Erfindung vom Stereo Trader, sondern der guckt ja einfach nur, was ist an Volumen im Markt da und rechnet das zusammen und bildet dann diese Glocke dann halt eben ab. Ne? Das heißt, machen auch andere Plattformen, wobei ich natürlich hier bestimmt nicht Werbung für andere Plattformen machen will. Aber um nur der Fairness halber muss man sagen, ist keine Erfindung. Man braucht aber dazu das Volumen aus dem Future, um das richtig abzubilden. Das heißt, bei FX Flat geht das natürlich ganz wunderbar, weil FX Flat ja auch CFDs und Futures in einem Konto anbietet. Und von daher kann man das dann halt an der Stelle zusammenführen. Das heißt, ich gehe hier einfach nur bei den Settings, ne? Dort wähle ich mir halt hier, ne, Symbol, ist klar, ne? Und halt hier Volumenquelle, hier sieht man, also es ist einfach nur der DAO CFD, aber meine Volumenquelle ist eben der Future. Und deswegen habe ich auch hier ein Orderbuch und halt eben das Volumen. Womit man es auch machen kann, ist mit dem VPOC Add-on von Orkan Kuyas. Das gibt es auch über FX Flat in einer eigenen Version dafür und damit kann man es halt auch wiederum abbilden. Also generell, der Stereo Trader bildet immer die Glocke ab, ja, aber ob die jetzt auf ein CFD oder auf ein Future gestützt ist, dazu braucht man, wie gesagt, entweder das VPOC als Add-on oder die Future-Daten von FX Flat. Ne? Aber rein mit CFD geht zwar auch irgendwie, passt aber dann nicht ganz genau, ne? Weil der Unterschied, nur um das kurz zu erklären, im CFD entsteht quasi mit jeder Kursänderung also mit jedem Tick wird quasi dann gezählt auf und nieder und daraus wird dann halt das Volumen gebildet, also mit der Anzahl der Auf- und Nieders. Und beim Future ist es ja natürlich anders. Dort kann ein Auf, ein Nieder, kann aus 5 Kontrakten bestehen oder aus 10 Kontrakten. Ja. Und das ist eben der Unterschied. Und deswegen passt es nicht übereinander. Oft passt es halt ein, ungefähr, ja, aber wenn man es genau halt genau haben will, und das finde ich halt auch schon wichtig, dann braucht man halt dann doch den Future, ne? Beziehungsweise die Future-Daten halt dazu. So, was ist denn jetzt hier los? Drücken wir jetzt hier noch eine Runde nach unten oder wollen wir nochmal hoch? Klebt so ein bisschen hier, ne? Auch nicht so schön. Könnt ihr. Na, vielleicht hier unten drunter, das ist aber puh. Short am Low, ne? Das ist echt, da muss man kerngesund sein. Weiß nicht, ob ich das heute Morgen bin, ehrlich gesagt. Einmal hat ja vorhin funktioniert, aber auch da hätte ich schon deutlich besser rausgehen können, aber ne, das ist ja wie das immer so ist, da denkt man ja, hier, das. Pivot, die 3 Punkte, die kommen ja auf jeden Fall. Was macht er? Läuft dann zurück und man geht dann mit 11 Punkten raus, statt mit 30 oder wie viel es halt waren. Ne? Jo. Tschüss, Lutz. So, also hier ist jetzt gerade so, finde ich ein bisschen schwierig. Ich lasse mal kurz die Finger hier vom DAO weg und gehe jetzt nochmal rüber auf den DAX und mal gucken, ob wir da noch irgendwo irgendwas finden. Ne, weil ich so ein bisschen Verlässlichkeit hätte ich ja schon gerne, oder was heißt Verlässlichkeit, ein bisschen Sicherheit einfach in dem, was ich tue. Ja klar. Ne? Und deswegen jetzt irgendwo draufspringen kann man natürlich eigentlich tatsächlich auch, ja, weil der Markt macht ja nichts. Er wackelt ja nur hin und her. Und im Zweifelsfall gehe ich dann halt eben unten nochmal oder oben nochmal. Also das heißt zweimal long oder zweimal short und solange der sich hier immer wieder am Point of Control einpendelt, kriege ich dann auch meine 5 Punkte. Ja, aber das Problem ist halt immer mit solchen Geschichten, man weiß es ja nicht. Ja. Das ist ja der Haken in der Sache. Man weiß ja einfach nicht, okay, wackeln wir jetzt hier nur auf der Stelle rum oder kriegen wir noch mal irgendwie ein bisschen in eine Richtung. Aber das hier, das ja doch. Also wenn es halt hier irgendwie nur so 2 Punkte rauf und runter geht, ist natürlich komplett sinnlos.
Da bräuchte ich halt schon mal ein bisschen deutlicher, ne? Also hier jetzt im DAX. Aber wir stehen halt schon sehr tief hier, ne? Also jetzt für diese Stunde halt zumindest. Und der M15 wäre eigentlich schon Short, aber eben auch so deutlich, dass es schon wieder wehtut. Und dass da jetzt irgendwie, das sieht ja schon fast so aus, als gäbe es gar keine andere Chance mehr, als nach unten zu gehen. Und das ist eigentlich dann wieder das, wo ich sage, wenn es zu einfach aussieht, dann ist es wahrscheinlich auch zu einfach. Ne? Deswegen gefällt mir leider halt auch nicht. Also, außer da kommt jetzt irgendwie halt wirklich fett was nach. Hier nochmal unten auch im DAX aus der Value Area raus. Dann könnte man da mal drüber nachdenken. Aber hier dieses Gewackel am Point of Control mit 3, 4, 5 Punkten rauf und runter. Muss jetzt nicht sein. Also das heißt, hier an der Stelle ansetzen halte ich für riskant. Schöner wäre, wenn ich halt oben ansetzen könnte oder eben von mir aus auch umgekehrt unten für Long, weil ich auch der Meinung bin, da oben geht auch schon noch ein bisschen was für heute. Aber hier in der Mitte, und der Point of Control ist definitiv die Mitte, also auch jetzt, wenn nicht in Zahlen ausgedrückt, aber auf jeden Fall im Volumen ausgedrückt, ist es ganz klar die Mitte. Da muss man nicht unbedingt raten, was jetzt die anderen wohl vorhaben. Ne? Das ist nicht unbedingt ein guter Ansatz, würde ich mal behaupten. So, der Dow sieht da ein bisschen anders aus. Ne? Da ist der Point of Control ein bisschen höher. Und ich habe ja vorhin gesagt, hier drunter könnte man eventuell nochmal ansetzen. Muss aber dann auch deutlich gehen. Ja, als Stop. Ja, und nicht als Limit. So, und dann hier runter bis auf das, bin zu langsam manchmal, und nicht hier, also einfach nur hier auf das Vortageshoch und dann muss man einfach auch nochmal sehen, was passiert denn da, ne? Ich habe es vorhin gesagt, so, das hier drunter. Jetzt kommt ja hier kein Punkt mehr zurück. Das wäre echt so sauber gewesen, ne? Guckst das mal an. Ganz sauber durchgelaufen. Auch wenn es nur für 10 Punkte sind, völlig egal, ja. Aber die waren sauber. Na gut. Na gut. Ne? Aber das, weil hier hätte man natürlich das machen können, was ich ja vorhin, oder was ich am Anfang ja auch nicht nur gesagt, sondern auch demonstriert habe, den Stop super eng nachziehen. Ne? Weil Short am Low ist risky. Und der ist hier so sauber gerade durchgelaufen. Man hätte den sofort einfach plus 1 ziehen können. Und wahrscheinlich kriegen wir jetzt hier. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir hier den Stich kriegen, sind wir einfach, ist man einfach super sauber drin. Ne? Ohne Risiko. Ohne Risiko. Aber da den Gefallen, da jetzt nochmal hinlaufen, wird er uns wahrscheinlich nicht tun. Ne? Das wären halt jetzt auch nochmal genau wie vorhin 10, 11, 12 Punkte plus. Und hier aber, wie gesagt, mit der Chance, da einfach nach unten weg zu knattern. Also hier das Vortageshoch ist jetzt halt einfach der nächste plausible Punkt. Ist auch hier, ja genau, habe ich ja vorhin eingezeichnet, ne? Die 31.091. Und damit wären wir aber eben auch, ist es hier nicht drin, also wegen der Uhrzeit, Timeframe. Damit wären wir eben dann aber auch unter der Eröffnung. Ich kann mal hier kurz auf den M1 gehen, da wird man es wohl jetzt auch machen können. Warum wird hier der Feud? Da ist er doch. Nee, doch nicht. Ach Quatsch, der ist ja wesentlich tiefer. Unsinn. Ich habe hier gerade irgendwie die Future-Eröffnung gesucht, aber die ist natürlich hier, nicht hier. Aber hier haben wir halt auch im H1 eine Glatze. Ne? Also hier in dieser Kerze, das heißt auch ein Anstieg. Zwei in Folge von davon. Ohne Lunte. Und das wäre auch sowas von plausibel, da jetzt einmal kurz drunter zu spucken, sich hier mal den SMA20 im H1 anzugucken und dann wieder dahin zurückzuziehen. Ne? Das liegt sowas von auf der Hand, dass das jetzt irgendwie halt hier kommen könnte. Oder zumindest als nächst plausiblere Bewegung. Hier jetzt echt Sinn macht, dass das einmal passiert. Aber wie gesagt, auch
So, dass schon fast wieder wehtut und schon wieder zu einfach aussieht. Ne? Ich bin so ein bisschen unentschlossen, ne? Man merkt es. Ich bin so ein bisschen. Aber der Markt, also zumindest passt ja, und das finde ich dann auch wieder in Ordnung. Meine Unentschlossenheit passt ja auch zu dem, was der Markt hier macht. Ne? Der geht auch nicht deutlich in eine Richtung und irgendwie ahne ich das die ganze Zeit so ein bisschen. Und deswegen, bis auf den kleinen hier direkt zur Eröffnung, konnte ich mich da noch nicht wirklich hinreißen lassen. Den hier hätte ich gerne vorhin gehabt. Da wäre ich jetzt zwar auch schon wieder raus, ja, weil ich den halt eng nachgezogen hätte. Aber okay, der war einfach eigentlich, ne? Beziehungsweise da hätte ich nicht so zögern sollen. Das war schon okay. Aber ne, es ist immer noch short am low und damit immer noch risky. Da beißt keine Maus den Faden ab, ne? Und das stört mich halt eben auch dran, weil der Markt einfach hier nicht in irgendeine Richtung wirklich deutlich drückt. Plausibel, wie gesagt, ist für meine Begriffe recht klar, dass wir hier die 191 beziehungsweise ja, das, ja, das, was ja auch das Vortageshoch ist, ist ja hier eh schon drin, plus den SMA 20, ne, also irgendwo hier drunter, dass wir dort einmal kurz hinlaufen, was aber auch noch in Ordnung ist, wenn das nach 10 Uhr passiert, ne, aber einmal kurz da reinstechen und dann nochmal zurück. Also quasi hat so eine Bewegung. Huch, so eine nicht. Und, sondern halt irgendwie eine Geschichte, die dann halt vielleicht so aussieht. Ne? Einmal hier runter und dann einmal wieder zurück. Ne? So, das ist halt irgendwie schon, liegt so ein bisschen auf der Hand, aber hier sieht man jetzt auch schon wieder, ne, der M15 zieht immer wieder hier an dieses Low zurück, also was dann hier die Eröffnung ist, will da nicht so wirklich drunter, ne? Das heißt, wenn man den jetzt macht, dann wäre eigentlich eher sogar gut oder besser für, wahrscheinlich, wenn man dann hier am Low nochmal Short geht. Und weil das ergibt dann eigentlich gar keinen Sinn mehr, dass wir dann hier nochmal irgendwie nur, weil es eine Runde 31.100 dann halt irgendwann ist, dort nochmal abbremsen. Aber wie gesagt, so eine Bewegung, das ist schon relativ naheliegend, dass wir das einmal kriegen. Dann kann der immer wieder von mir aus nochmal direkt hier raufziehen, das ist egal, ne? Aber halt hier die kleine Strecke schon denkbar. Also das kriegen wir hier halt auch in einer Minute irgendwas, haben wir den mit den M15 dann auch fertig und gucken wir uns mal an und dann vielleicht noch die Stunde dann halt fertig machen. Und mal sehen, ob wir da mit dem Stundenende irgendwo in irgendeine Richtung irgendwie rauskommen mit irgendeinem Trade. Aber wenn du jetzt hier nach wirklich das Ding jetzt hier auch noch irgendwie in Grün auflösen will, dann. Noch eine Minute, hier oben sind die heiß. Ne? Also eigentlich, es ist, also gefällt mir echt alles nicht. Gefällt mir einfach nicht. Also hier oben sind die heiß, das heißt, wenn das Ding also nach Trend gehen will, dann muss er eigentlich hier oben schon wieder hin. Und nicht hier unten. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt den M15 auflösen will, dann muss er es jetzt machen. In Trendrichtung in den nächsten 30 Sekunden und muss nach unten weg. Jetzt. Also nicht irgendwie in 5 Minuten, sondern genau jetzt. Und das heißt, 20 Sekunden, mal gucken, das wird dann bedeuten, ne, der M5 wird dann auch hier auf der 103, in 10 Sekunden muss er dann da halt stehen. Das heißt, es muss wirklich schnell gehen. Ansonsten kann man das vergessen. Dann würde ich den auch direkt hier wieder wegmachen. Und das sieht ja auch so ein bisschen so aus, als würde das nichts werden. Ne? 58, nichts passiert. Hier eine kleine, immer noch hier unten an den Lows. Vergiss es. Ja, und das Ding hier steht einfach hier rum. Und er hätte es, wie gesagt, machen müssen in einem Rutsch, wie ich es ja gerade erklärt habe. Dann hier durch dieses
Letzte Low und dann plappt direkt runter. Dann hätte es auch funktioniert, aber so habe ich da so ein bisschen meine Zweifel dran. Kann immer noch, aber ja, weil jetzt haben wir hier auch genau dann da, wo ich ja eben gesagt habe, da der Short hin, genau dort kommt dann jetzt natürlich dann auch irgendwie kurz zum Stehen. Und keine Ahnung. Meinst du ja nicht in Euro mal geschortet, ja? Ja, ich bin aktuell irgendwie nicht so der große Euro-Händler. Also, er kann das natürlich immer noch machen, aber mir ist das zu viel Geschrabbel hier auf der Stelle. Ne? Das ist nicht schön. Das ist nicht handel, also handelbar ist alles, ja. Die Frage ist nur, mit welchem Ergebnis. Aber das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Nicht das, was man sich wünscht, wenn man irgendwie einen vernünftigen Trade machen will, ne? Würde ich mal behaupten. Also hier der DAX ja auch, ist ja noch schlimmer. Irgendwie gerade so ein bisschen runter nochmal hier in Richtung von dem Low, reagiert dann auch wieder, macht nichts Neues. Da ist halt, also stehen hier auf dem 8 Uhr Tief und fragen sich, was das werden soll. Also man kann ja auch mal irgendwie Fibus hier ansetzen. Ja, bis zu 61 fehlen noch ein paar Punkte darunter, aber why? Und wenn das halt irgendwie halt die hier aushebeln will, dann sind wir auf der 785. Also generell, das finde ich natürlich jetzt erstmal gut. Na, ich habe ja vorhin gesagt, das ist jetzt so die Triggerlinie. Das heißt, 862, der Markt hat runter geschlossen, müsste eigentlich runtergehen. Ja, das wäre halt der strategische Ansatz. Das macht er zumindest. Ne? Es sind zwar hier nur irgendwie 30 Punkte, beziehungsweise es waren schon ein paar mehr, aber generell, das stimmt schon jetzt erstmal. Das ist schon okay. Das ist auch schon richtig so. So, und das heißt, er könnte dann auch oder müsste eigentlich dann auch, wenn es jetzt hier nicht nur in seitwärts enden soll, dann halt hier auch unter der 832 schließen. So, da sind wir jetzt auch nur irgendwie 5 Punkte entfernt. Und sich damit jetzt dann irgendwie 13 Minuten zu befassen, weiß ich auch nicht, ja. Aber dann hätten wir zumindest hier die 61 voll und dann hier unten höchstwahrscheinlich eher die 76, ne, weil die 61 wird dann eher nicht reichen. Und weil halt, ne, hab ich ja vorhin auch ganz am Anfang schon gesagt, wir haben halt hier die Eröffnung, die muss eigentlich einmal, braucht es da unten was rein. Mir ist es nur alles ein bisschen früh. Ich hätte mir das später gewünscht, also dass er halt ein bisschen später erst nach unten drückt. Aber das ist einfach das, was noch passieren wird heute. Und das zeichnet sich auch jetzt schon deutlicher ab. Und auch wenn es für mich okay gewesen wäre, wenn es sich später abgezeichnet hätte, aber generell passt das. Und eben auch mit der Legende, also Legende heißt ja nichts anderes als die Anleitung zu diesen Levels. Schlusskurs unter der Linie bedeutet anschließend Short. Bis zur nächsten haben wir gemacht. Das heißt, wenn wir hier drunter schließen, dann laufen wir von dort bis zur 785. Und also dem folgt er gerade. Und das ist das, was ich gemeint habe. Das finde ich jetzt eigentlich erstmal gerade schon ziemlich gut. Und das könnte auch bedeuten, dass wir jetzt auf den letzten Drücker im DAX in den letzten Minuten eine Auflösung nach unten kriegen und nicht nach oben. Und mal gucken, ob wir die Zeit hier noch irgendwo überbrückt kriegen. Was habt ihr denn für Trades? Ihr könnt gerne mal irgendwie hier reinschreiben, auf was ihr wartet. Vielleicht übersehe ich ja auch was. Vielleicht kann ich ja auch hier mal gucken, ob ich irgendwas mit einbinden kann in meine Überlegungen wiederum. Why not? Ja, also einfach mal rein in die Kommentare. Und dann gucke ich mir das mal an. So. Also der M5, ich neige ja schon dazu, ne? Hier. Also weil der drückt halt, also auch wenn es kleine Kerzen sind, ja, aber doch sehr deutlich schließt er die immer tiefer, ne? Hier im M15. Passend eben dazu, was ich hier gerade im H1 gesagt habe. Das heißt, wenn wir hier auf den letzten Drücker auflösen sollten, dann könnte man hier tatsächlich versuchen, sich da unten mit dran zu klinken. Ne?
So. Mal gucken, ob das kommt oder nicht, aber ich lasse die jetzt mal da liegen. Es wäre an der Value Area. Ne? Natürlich, weiß nicht, ob das tricky ist, aber zumindest ist es halt die Stelle, wo dann halt eben auch aus Volumensicht der Trend beginnen würde. Daher so falsch ist das vielleicht gar nicht. Ne? So, was? 31, 115, blaue Linie. Long, wo sind wir? 31, 115. Das drücken wir hier wieder auf. Ich gucke gleich mal. Werner. Das ist hier ein Gewackel. Das ist echt gruselig. Lass ich hier einmal kurz über die Hochs drüber. Ich bleib hier mal dabei. Ich finde das nicht so doof. Ich finde das nicht wirklich doof, auch wenn man dann halt hier einfach vielleicht ein bisschen mehr Luft lassen muss. Also, dass der jetzt nach irgendwie auf der 862 auflöst, da oben in Long, was ja auch noch verschmerzbar wäre, ja. Das sind ja irgendwie gerade mal 30 Punkte, das ist ja nix. Aber das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und was der Markt ja eben oft macht, ist halt auf den letzten Drücker auflösen, das heißt also eine Stunde und dann eben erst in den letzten Minuten dann halt deutlich und dann halt oft auch ein bisschen vehementer. Ne? Also ich hoffe, ich nuschel mir hier nicht zu viel in den Bart. Also 862, ich habe ja gerade gesagt, dass wir da oben drüber in Long schließen, halte ich für relativ unwahrscheinlich, ja, weil es hat hier eben hier diese Supports die ganze Zeit plus eben halt dann mein Ansatz mit der Legende. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. So, trotzdem, wenn er das macht, ist halt blöd, ja. Aber es sind halt eben auch trotzdem nur 30 Punkte und keine Weltreise, ne? Die jetzt hier irgendwie wahnsinnig wehtut. Das heißt, wenn man das macht, Stop, sind wir hier 862. Das war hier oben die Eröffnung. So, das heißt, da oben gehört er drüber und da würde ich sogar dann auch noch hingehen und sagen, na gut, dann packe ich mich da oben nochmal rein und wette mal drauf, dass ich nochmal ein bisschen Rücklauf kriege und kriege dann halt die Nummer zumindest im Plus oder halt irgendwie neutral noch geschlossen. Was hier vielleicht ein bisschen zu erschwerend dazukommt, ach schade, was denn jetzt passiert? Ach, ich habe hier wohl irgendwo woanders was eingestellt, hat mir jetzt gerade hier mit plus 3 rausgehauen. Aber gut, haben wir nochmal 3 Punkte im DAX. Sorry, da muss ich wohl irgendwie mal gucken, was ich da verkurbelt habe. Wahrscheinlich bin ich hier irgendwo anders auch noch mal live. Also ich mache das jetzt mal hier kurz theoretisch. Ich hoffe, da ist jetzt irgendwie keiner böse. Also hier war gerade der Entry. Ne? Sieht man ja, da an der Stelle war der Entry. Und hier bin ich rausgeflogen. Gerade mit plus 3. Ich mache den jetzt aber nicht nochmal auf. Mit plus 3, weil wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe höchstwahrscheinlich irgendwo in einem Testserver oder wo halt irgendwas eingestellt, was mit denen jetzt hier gerade geschlossen hat, ja. Aber ist ja nicht schlimm. Also es geht ja nicht darum, dass ich hier Geld verdiene, sondern es geht ja darum, dass das, was ich erkläre, brauchbar ist und nicht kompletter Unsinn. Ja. So, und ich habe gerade gesagt, es ist ja schon durchaus üblich, dass der Markt sich ganz zum Schluss auflöst, also beziehungsweise von der Zeitperiode, und das wäre eben hier die Stunde. Und von daher bin ich auch hier eben short gegangen, genau an dieser Stelle. Und da stehen wir jetzt 5 Punkte drunter. Und hier ist er mit plus 3 raus. Ich finde es immer noch in Ordnung. Aber wie gesagt, da ich nicht weiß, was ich technisch da im Hintergrund, wahrscheinlich habe ich da irgendwas verkurbelt, gemacht habe, springe ich da jetzt nicht nochmal drauf. So, der Norbert, ich bin short bis zum VTS 996 im DAO. Okay, mal gucken. Ja, das deckt sich ja eigentlich, ne? So fast mit dem, was ich ja auch gemeint habe, dass ja eigentlich wir ja, die 996, da will der Norbert hin. Das wäre hier. 996, ja, alles orange, ne? Das ist ja fast da, wo ich ja auch hin will. Ne? Ich habe ja gesagt, hier
drunter stechen. Und das, ja, da passt perfekt. Ja, also kannst du auch noch ein paar Punkte drauf machen. Ist aber keine Empfehlung, aber muss ich dir ja nicht sagen. Ja, also das heißt hier, der Stich drunter, weil solche Glatzen bleiben mir halt nicht stehen. Ne? Aber generell, klar, finde ich absolut richtig. Ja. Wie gesagt, was mir hier echt noch nicht gefällt an der ganzen Nummer ist, dass wir noch nicht am Gap waren. Da fehlt einfach irgendwie noch da oben einmal dran. Einmal, ja. Und dann hier eine schöne Biege nach unten. Das wäre so, so viel einfacher. Das hatte ich ja auch gestern schon im Blog geschrieben. Ne? So irgendwie ab hier oben würde ich Shorts suchen. Vorher, ja. Ziemlich gezerre. Der Heiko Behrendt ist auch da. Hast du nicht heute auch Webinar, Heiko? Ich habe doch irgendwo irgendwas gelesen. Weil das ist hier echt so ein bisschen furchtbar. Irgendwie Rumgeeiere auf der Stelle. Also ich meine, ja gut, soll ich mich beschweren? Ich meine, es sind 14 Punkte jetzt im Sack. Es hätten ein paar mehr sein können, aber wenn man sich den Markt anguckt, boah, vielleicht auch nicht, ne? Ah, okay. Nächsten Mittwoch hat der Heiko, macht er hier nochmal Live-Trading. Dann sitze ich unter der Palme, so hoffe ich doch. Und werde dir einfach mal zugucken dann von der Palme aus. Unter der Palme? Ja, ja, ich muss ja auch mal Urlaub machen. Bin nächste Woche nicht da. Okay. Ah, ja, ja. Habe ich verdient. Das glaubst du oder nicht? Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das hast du. Naja, okay. So, also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier in den 3 Minuten noch großartig irgendwas gerissen kriegen. Wir hängen auch hier am Pivot. Das sind auch immer so Dinger, ne? Die werden gehandelt, keiner weiß wohin. Das wäre so meine Sichtweise auf ein Pivot, ja. Wird gehandelt, aber der Markt kommt da hin, aber wie kommt er da wieder weg? Das habe ich noch nicht verstanden in all den Jahren. Gut, dann würde ich doch sagen, komm, das bringt ja jetzt nichts hier, ne? Also da halt jetzt irgendwie rumzufaseln. Also der Markt ist so ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, ich habe ja auch irgendwie erklärt, was das heute irgendwie noch werden soll. Und das kann man sich ja nochmal angucken. Und ich behaupte mal, allzu sehr wird das nicht davon abweichen, was, wie ich das vermute. Aber der Markt, das ist zeitlich, er drückt zu früh nach unten. Und das wird nicht so einfach. Was? Webinar in Dubai? Nee, gibt es in Dubai Palmen? Ist das nicht zu heiß für Palmen in Dubai? Ja. Ja, Heiko sagt auch, ne? Ich habe irgendwie 2 Skypes reingestellt in der Stereotrader-Gruppe, aber nichts Bewegendes. Wer Plus hat, der sollte zufrieden sein. Ja, ich sehe es echt genauso, ne? Weil das ist, wie gesagt, vielleicht kriegen wir jetzt hier den Rutsch nach unten auf die letzten 2 Minuten. Das kann sein, ja. Dann soll er es halt machen, ja. Aber das muss jetzt auch nicht der Grund sein, warum man da jetzt genau jetzt drauf aufspringen muss, ja, weil selbst wenn er jetzt irgendwie eine ruckartige Bewegung macht, die wird er sowieso korrigiert und dann schnappt man sich die einfach nochmal in die andere Richtung, beziehungsweise dann nach der Korrektur und alles ist fein, ja. Also, weil das ist ja jetzt hier reine Spekulation zu sagen, das Ding genau jetzt fällt ja nach unten durch, was weiß denn ich, kann auch genauso gut sein, so unentschlossen wie der ist, auf die letzte Minute knallen wir nochmal hier rauf. I don't know, ja, keine Ahnung. Gut, dann sage ich an der Stelle mal, Dankeschön, dass ihr geduldig dabei gewesen seid. Es sind ja doch noch einige hinzugekommen, einige mehr, als wir am Anfang waren. Freut mich natürlich. Und doch noch nicht jeder im Urlaub, nur vielleicht ein bisschen verschlafen, wie ich ja. Ne, ich nicht. Ich habe nicht verschlafen. Ich habe nur tatsächlich ein bisschen länger geschlafen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und wir sehen uns am Freitag wieder zu den NFPs, wenn ihr mögt, um 14.15 Uhr hier wieder bei FX Flat. Würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten nächste Woche Mittwoch der Heiko auch wieder hier bei FX Flat im Live-Trading am Nachmittag. Und der Heiko, der ist, bin ich immer wieder ganz großer Fan von. Ich kenne niemanden, der so gelassen und souverän erklärt und vor allen Dingen niemanden, der so viel und schön im Chart rumzeichnet wie der Heiko. Heiko ist für mich immer der. Wie habe ich dich immer genannt? Mir fällt es gerade nicht mehr ein, aber der Künstler unter den Händlern oder irgend sowas, weil er immer so wahnsinnig viel malt.
Aber das halt eben auch richtig gut und so, dass man es versteht, kann ich nur empfehlen. Also nächste Woche Mittwoch gibt es den der Picasso, genau. Ja. Heiko ist der Picasso unter den Tradern. So war es. Ist er noch da oder ist er gerade vor Lachen vom Stuhl gefallen oder hat er leider schon abgeschaltet? Wie dem auch sei. Also nochmal, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal und das letzte Wort hat sehr, sehr gerne der Florian. Ich danke dir, Dirk. Ja, danke auch an die Teilnehmer natürlich, dass sie bis zum Ende dabei geblieben sind, fleißig im Chat waren. Wir sehen uns am Freitag dann wieder mit dem Dirk bei den NFPs und nächsten Montag, Dirk, Steric wieder Helpdesk. Ja, das muss jemand anders machen. Muss ich Das habe muss ich jemand dem, anders machen. Okay. ja, weil das mit dem Urlaub war recht kurzfristig. Genau. Ich muss das mit dem Nelson natürlich auch noch klären, aber eventuell macht das der Timo. Ich muss ihn mal fragen. Okay, und klär das am besten mit mir, nicht mit Nelson. Der ist noch nicht da am Was? Montag. Also, okay, gut. Aber gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall Freitag und dann nächsten Mittwoch haben wir den Heiko dann auch hier zu Gast. Ja, von daher schönen Tag auch noch an die Teilnehmer und wie immer bleiben Sie gesund und passen Sie auf die Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.